Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, was ich bezüglich Stempelkissen eingekauft habe oder wo ich eingekauft habe. Kommt noch ein anderes Video, ich glaube, ich bringe nicht alles in den 15 Minuten unter. Und zwar habe ich mir hier diese Distress Oxid Stempelkissen geholt. Und da habe ich mir jetzt wirklich das komplette Set zugelegt. Und das günstigste, wo ich gefunden habe, war Flamingo Art in dem Shop, was am günstigsten. Ist aber immer noch eine sehr teure Farbe, muss man dazu sagen. Also ich freue mich schon drauf, die auszuprobieren. Habe ich aber noch nicht, sind noch verschweißt. Ich wollte es euch erstmal zeigen, bevor ich es aufreiße. 5,75 € kostet einer von diesen Dingern. Vielleicht mal zum Vergleich, das waren die Distress Ink, das sind die kleineren, also das ist schon ein größeres Stempelkissen. Das ist jetzt nicht winzig klein, das ist so ein Standard-Stempelkissen, wo meistens irgendwelche Sets drin ist und das ist dann die Größe von dem hier im Vergleich. Es gibt verschiedene Farben, die zeige ich euch mal. Diese nennt sich, muss ich selber lesen, Fossilized Amber. Fossilized Amber nennt sich das Ding und ja. Ach Mann, ich würde ganz gerne weitermachen, aber mein Spiegel verschiebt sich gerade und den sehe ich nichts mehr. Ja, dann gibt es noch die hier, die nennt sich Spiced Marmelade. Und dann diese hier, Fired Brick. Und die Worn Lipstick. So, dann haben wir hier noch ein paar Grüntöne. Das ist so Olivfarben, Peeled Paint. Gut, die Namen verstehe ich teilweise nicht, aber sei es drum. Das ist Cracked Pist irgendwas. Ach du meine Güte, Pistachio? Kenne ich nicht. So leicht türkisgrün. Und dann gibt es dunklere Farben auch noch und Blautöne. Ich gebe es jetzt mal auf, die Namen vorzulesen. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich halte es einfach so hin, dass ihr es seht. Und dann könnt ihr, wenn ihr an der Farbe Interesse habt, euch das auch einfach abschreiben und danach suchen. Ich werde die Stempelkissen auch noch ausprobieren und dann euch wahrscheinlich auch mal zeigen. Und dann seht ihr es ja sowieso genauer, wie die stempeln. Dann habe ich mir noch so ein Embossing-Pulver gekauft. Das war in der Reduziert-Ecke. Boah, ja, trotzdem noch teuer aus meiner Sicht. Oh, Moment, ich suche den Preis raus für euch noch schnell. Ja, würde ich gerne. Gerade ein bisschen Probleme hier. So. Also das Embossing-Pulver hat 3,95 € gekostet. Und das sind drinnen 31 Gramm. Genau. Dann gab es noch eine Stanze. Moment, muss ich raussuchen. Für 5,95 €. Ich fand aber die kleinen, sind das Küken oder Vögelchen? Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich süß, gerade für den Frühling. Ist von Scheukraft ein Set. Gibt es anscheinend auch noch andere Varianten. Und Stempel dazu, ja, seht ihr hier auf der Rückseite. Dann habe ich mir noch Paperpads mitgenommen. Da hat jeweils einer 4,95 € gekostet. Die sind 15x15 und die sind von Studio Light.
blätter ich mal schnell mal durch. Jedes Motiv ist dreimal sind schon viermal drin. Eins, zwei, drei. Oder dreimal? Eins, zwei, drei. Nee, dreimal, Entschuldigung. Also jedes Motiv ist dreimal drin. Das habe ich gerade übersprungen. Ja, da steht jetzt kein Name drauf, da seht ihr auch nochmal. Dann gab es noch diesen mit Violetttönen. Das erste Motiv gleich überblättert. Ja, irgendwie sind die seltsam geklebt. So. Dann dieses. Dieses hier, dann die Schmetterlinge und hier einfach so leicht Pastellila und dann ja, dunkle Farben. Ist schon sehr schönes Papier und auch von der Papierstärke her gut zu verarbeiten. Also ihr kennt ja die 15x15 Blöcke vom Action, die haben ein feineres Papier. Das ist ein bisschen stärker, aber nicht ganz so stark wie das dickere. Also die haben 150 Grammatur, 150 sage ich schon, 170, Entschuldigung. 170 Grammatur, 36 Sheets und 12 unterschiedliche Designs. Und für 5 Euro geht's noch, würde ich mal sagen. Es ist noch in Ordnung. Studio Light ist ja auch eine Marke. Da ist es ja immer ein bisschen teurer, das Papier. Da gab es jetzt die letzte Zeit so ähnliches im Action, ne? Mit Holzmotiv oder Holzhintergrund. Ne, habe ich wieder eins übersprungen. Das waren die. Also das war jetzt der Einkauf bei Flamingo. Moment, ich schaue nochmal schnell, dass ich euch keinen Käse erzähle. Flamingo Art. Und da habe ich noch so ein kleines Steppekissen bekommen. Versandkosten weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Ob ich schon drüber war oder nicht, kann ich euch gerade nicht sagen. Dann habe ich noch bei... Das nennt sich Papyria. Papyria habe ich noch bestellt. Auch noch mal ein paar andere Stempel. Halt diese Distress Ink Stempel. Und die Kosten sind natürlich jetzt um einiges kleiner. 2,99 Euro jeweils. Da zeige ich euch noch schnell die Farben. Also. Das ist jetzt so rosa Ton. Ich hoffe, ihr könnt es dann lesen, was da drauf steht. Aber gut, da gibt es wirklich jede Menge. Also da kann man sich austoben. Das ist nicht wie bei den anderen, die ich euch am Anfang vom Video gezeigt habe. Da gab es, glaube ich, nur 12 insgesamt. Hier gibt es wirklich jede Menge noch, die... Kann man nicht alle auf einmal kaufen. Ich habe halt immer geguckt, dass ich so Farben habe, die einigermaßen zusammenpassen. So grün und blautöne, was dabei ist. Und ja. Ich bin dann auch schon gespannt, ob die wirklich besser sind als die Standardstempelkissen, die ich so verwendet habe. Diese billigen bisher. Ja, man wird es sehen. Das waren die, also wie gesagt, jeweils 3 Euro, also 2,99 Euro für die.
kleinen. Dann gab es ja noch Studio Light Stamps. Das war einmal der, einmal der. Beautiful Flowers, das war wahrscheinlich der hier. Das ist so eine Hintergrundstanze, aber die ist echt super, gefällt mir super gut. Und da ich ja Motivpapier selber machen will oder auch schon ausprobiert habe, also unter anderem zum Beispiel sieht das dann so aus, wenn man was macht, will ich die auf jeden Fall auch. Die sind sehr schön. Ich habe eine ähnliche. Da zeige ich euch mal schnell, wie das aussieht. Ach ja, ist einfach zu viel hier rumliegen. Also das sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist auch von Studio Light so der Hintergrund. Oder so. Und ich fand es echt toll. Deswegen habe ich mir nochmal so eine Hintergrundstanze geholt. Und wenn andere Variante, aber ähnlich. Und die hat jetzt gekostet 8,59 Euro. Ja, Entschuldigung, das war mal wieder mein... Ich drehe durch der Spiegel, der Blöde. Ich hasse es. Es tut mir wirklich leid. Ich kann es echt nicht ändern. Hier, ich habe einfach da diesen manuellen Aufbau. Es ist so. Ja, ich wollte gerade gucken für euch. Was war das jetzt hier? Kommt man ganz raus. Also... Also die für 8,59 Euro, da waren wir stehen geblieben. So sieht die aus. Gut. Dann habe ich hier noch diese Stanze gekauft. Romantic Summer nennt sich die. Die ist ja auch schon älter und kriegt man kaum noch irgendwo. Aber da, der Shop hat es zufällig gehabt. Und da habe ich zugeschlagen, weil ich die echt cool finde. Da kann man gerade für den Urlaub, kann man hier so einen coolen Rahmen ausstanzen. Und hat dann hier noch so kleine... andere Sachen, die man auch dann zum Verzieren nehmen kann, und das fand ich total schön, deswegen musste die mit. Und die ist auch relativ teuer, die Stanzschablone. Jetzt muss ich gucken, Romantic Summer, 9,49 Euro hat die gekostet. Dann, das sind jetzt glaube ich die Studio Light Basic Dinger, steht da eine Nummer, ja, 175. Der hat 3,49 Euro gekostet. Und das ist auch nochmal von Studio Light. Das sind die Blumen. Ach nee, haha. Jetzt sehe ich es gerade. Der Stempel war anscheinend... Habe ich euch den falschen Preis genannt gerade? Entschuldigung. Also das ist der Stempel 185 Nummer. Und der kostet 8,49 Euro. Und diese Blumen hier, die kosten 8,59 Euro. Das sind Stanzen. Da gibt es hier noch diese Varianten von... Nur falls es euch halt interessiert. Genau. Und dann habe ich noch was von Studio Light. Noch so eine Winter... Schablone, Stanzschablone gekauft für, also Frozen nennt sich das, für 9,49 Euro. Auch wieder mit so einem schönen Rahmen hier, wo wir dann einfach ein Bildchen reinmachen können, zu Weihnachten verschenken. Ja, dann gibt es diese Pigment Ink von Dewdrop. Da kostet so ein Set 8,95 Euro. Und ich habe einmal diese Variante und dann diese Variante mitgenommen. Gerade auch weiß wollte ich mal haben zum Stempeln. Ja. So, mein Akku blinkt, das ist zum Heulen. Werde ich es nennen für, also es kann sein, dass ich jetzt jederzeit weg bin. 3,90 Euro. Der Stempel scharf hier. Und dann noch diese hier. Für 6,29 Euro. So, jetzt höre ich mal schnell auf, weil mein Akku ist leer. Macht's gut, tschüss!